Tod im Stadion. Im Mai 1985 sterben im Brüsseler Heyselstadion 39 Menschen. Sie werden zerquetscht, niedergetrampelt oder unter einer Mauer begraben. Wer ist für die Tragödie verantwortlich und warum greift die Polizei nicht ein? Ein Traumfinale wird zum Albtraum. Am 29. Mai 1985 machen britische Hooligans Jagd auf italienische Schlachtenbummler im vollbesetzten Brüsseler Heyselstadion. Eine Betonmauer stürzt ein und 39 Menschen kommen qualvoll zu Tode. Die Polizei steht hilflos daneben. Welt der Wunder rekonstruiert die dramatischen Minuten. Schlamperei und Korruption bereiten den Boden für die Katastrophe. Wer sind die Gewalttäter? Und warum greift die Polizei zu spät ein? 29. Mai 1985, 12 Uhr. In der Brüsseler Innenstadt feiern die Fans des FC Liverpool gemeinsam mit den Anhängern von Juventus Turin. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Schlachtenbummler fiebern dem Europapokalfinale der Landesmeister entgegen. Es gab keine Feindseligkeiten. Alle hatten viel Spaß. Aber dann, in weniger als 3 Stunden, wurde die Stimmung aggressiv. Am frühen Nachmittag ziehen die Fans zum Heyselstadion. Es gibt erste Schlägereien. Um die Menge zu besänftigen, werden schon 3 Stunden vor dem Spiel die Stadiontore geöffnet. Die Kontrollen sind lasch. Viele müssen nicht einmal ihre Tickets vorzeigen. Ich dachte, wem soll ich jetzt meine Karte zeigen? Da war niemand. Es gab sogar Liverpool-Fans, ich kann das bis heute nicht glauben, die bereits im Stadion waren und ihre Tickets über die Mauer reichten, damit andere rein konnten. Aber das war gar nicht notwendig. Man kam ja sowieso durch die Absperrung. Das Stadion füllt sich schnell bis auf den letzten Platz. Das Spiel ist seit Monaten ausverkauft. Rund 60.000 warten auf den Anpfiff. 18.45 Uhr. Noch 1,5 Stunden bis Spielbeginn. In den Fankurven ist die Stimmung gespannt. Die Fans stehen dicht gedrängt, nur ein schmaler Zaun trennt die Liverpooler von den Juventus-Anhängern. 19 Uhr. Im englischen Block fangen Hooligans an, die Begrenzung einzureißen. 10 Minuten später machen englische Horden Jagd auf Italiener. Sie fingen an, mit Flaschen und anderen Objekten zu werfen. Da wussten wir, jetzt geht es los. Wir hatten keine Zeit zu flüchten, da sie den Zaun schon eingetreten hatten und in unseren Sektor vorgedrungen waren. Dann sah ich einige mit Pistolen. Sie schossen herum. Ich sah Menschen mit Messern, Eisenstangen und Stöcken. Für mich war das der Weltuntergang. 19.20 Uhr. Die Treibjagd geht weiter. Die Hooligans werden immer aggressiver. In panischer Angst fliehen die Italiener in eine Ecke ihres Blocks. Die Polizei sieht hilflos zu. Hunderte Zuschauer werden an den Absperrungen zusammengequetscht. Einige können sich auf das Spielfeld retten, aber der Druck der Massen wird immer gewaltiger. Andere schaffen es, über die hohen Begrenzungsmauern zu klettern. Die meisten werden an die Mauer gedrückt und haben keine Chance zu entkommen. 19.27 Uhr. Die baufällige Betonmauer bricht zusammen. Dutzende Menschen werden unter ihr begraben oder von den nachdrängenden Massen niedergetrampelt. Ich wurde unter vielen Menschen begraben. Ich konnte mich nicht bewegen, denn ich war eingekeilt. Plötzlich sah ich einen Fuß vor mir, der sich bewegte. Ich klammerte mich fest. Die Person muss das wohl gemerkt haben und zog mich ein Stück heraus. Langsam konnte ich mich wieder bewegen und mich so befreien. Verzweifelt kämpfen die Eingeklemmten um ihr Leben. Loreto Qualiata entkommt, steht aber unter Schock. Ich rettete mich auf das Fußballfeld. Und dann bin ich plötzlich wieder zurückgelaufen, um meine Schuhe zu holen. Ich war wohl nicht mehr ganz bei Verstand.
Immer wieder greifen die Hooligans an. Es fehlen Polizisten im Stadion, die die Randalierer stoppen könnten. Immerhin sind die ersten Sanitäter schnell zur Stelle. Als ich auf der Stelle kam, il y avait vraiment des blessés dans tous les. Als ich ankam, lagen überall Verletzte, Menschen, die weinten und schrien. Ich sah Männer, die am Boden herumkrochen und deren Arme ausgekugelt waren. Es war wirklich ein schrecklicher Anblick. Ich rannte zur Tribüne und sah, wie Dutzende Menschen unter der Mauer eingeklemmt waren. Wir versuchten, diese Leute herauszuholen. Es war unbeschreiblich. Ich habe heute noch Albträume davon. Nach und nach bergen die Retter die Verletzten. Doch für viele kommt jede Hilfe zu spät. Einige haben Stichwunden von den Angriffen der Hooligans. Die meisten sind qualvoll erstickt. Die Menschen wurden eingequetscht wie Sardinen in der Dose. Das sah man an den Gesichtern der Toten. Ihr Ausdruck war schrecklich. Die Gesichter waren blau vom langsamen Ersticken und gezeichnet von einem furchtbaren Todeskampf. Um 20.15 Uhr sollte das Spiel beginnen. Zu dieser Zeit sind bereits 38 Menschen tot. Was ein Fußballfest werden sollte, wird eine der grauenvollsten Veranstaltungen in der Geschichte des Sports. Viel zu spät trifft Verstärkung für die hilflose Gendarmerie ein, die den Liverpool-Block bewachen sollte. Erst den nachrückenden Einsatzkräften der Polizei gelingt es, die prügelnden Horden aus dem Todesblock Z zurückzutreiben und von weiteren Angriffen abzuhalten. Die Polizei bildet einen Schutzwall, um zu verhindern, dass die Hooligans ihre tödliche Jagd fortsetzen. Langsam kehrt im Stadion wieder Ruhe ein. Doch einige der Hooligans lassen ihrem Hass weiterhin freien Lauf. Viele Zuschauer im Stadion wissen noch immer nicht, dass sich im Block Z eine Katastrophe ereignet hat. Wir wussten nicht, wie ernst die Situation war. Ich holte etwas zu trinken. Die Bedienung hörte Radio. Sie sagte zu mir, es sind Leute gestorben. Ich ging zu meinem Platz zurück und da sah ich, wie am anderen Ende des Stadions Hubschrauber landeten. Und ich dachte mir, ich will hier weg. Auch in der Kurve der Turiner Fans kommt es jetzt zu Unruhen. Immer mehr Tifosi erfahren, was im Block Z passiert ist. Die Spieler der beiden Mannschaften wissen von nichts. Plötzlich kamen Juventus-Fans in unsere Umkleidekabine. Manche hatten keine Schuhe mehr an, waren nur halb bekleidet. Ich konnte sehen, wie geschockt und verängstigt sie waren. Sie sind umhergeirrt. Und da wusste ich, es ist etwas Schlimmes passiert. Cabrini und zwei Mannschaftskameraden gehen auf die tobende Menge zu, um die aufgebrachten Juventus-Fans zu besänftigen. Die Fans in der Juve-Kurve waren sehr aufgebracht. Wir hatten spontan das Bedürfnis, zu ihnen zu gehen, um sie zu beruhigen. Als wir ankamen, merkten wir, wie wütend, angespannt und wie verwirrt sie waren. Wir standen in ihrer Mitte und versuchten, sie zu beruhigen.
di confusione quello che è successo, perché poi ci raccontavano nel momento in cui eravamo in mezzo loro per dire calmi, vedete che cose state calmi. Che sie erzählten uns, dass viele Menschen umgebracht worden seien. Noi sentivamo che questi voi dicevano, guarda che sono dei morti, sono tanti morti. Aber auch der Appell der Spieler beruhigt die Fans nur für einen Moment. Die Randale geht weiter. Um 21.30 Uhr kämpfen noch immer gewalttätige Juventus-Fans gegen die überforderte Polizei. Sie wollen die Toten rächen, die die englischen Hooligans auf dem Gewissen haben. Ein Liverpool-Fan hat sich in die italienische Kurve verirrt. Blanker Hass schlägt ihm entgegen. Erneut sieht die Polizei nur zu. Längst hat sie den Überblick verloren. Die UEFA und die Vereine beschließen, das Spiel trotz der vielen Toten anzupfeifen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Während die Mannschaften auflaufen, stürmt die Polizei den Juventus-Block. Erst als das Spiel mit 1,5 Stunden Verspätung beginnt, beruhigen sich die Randalierer. Dieses Spiel musste ganz einfach stattfinden. Ich wage gar nicht darüber nachzudenken, was im Stadion oder danach in der Stadt passiert wäre, hätte man das Spiel ausfallen lassen. Denn die Fans hätten ja dann alle gewusst, was geschehen war. Dann hätte es in dieser Nacht sicher noch wesentlich mehr Tote gegeben. Um 21.40 Uhr pfeift der Schiedsrichter das Spiel an. Eine Entscheidung, die viele nicht verstehen können. Juventus Turin gewinnt mit 1:0. Wenige Minuten haben genügt, um ein Fußballfest in eine blutige Schlacht zu verwandeln. Das Erste, was wir gehört haben, ist, dass es so viele Tote gibt. Ich komme gerade mit meinen Freunden aus dem Stadion und im Radio war die Rede von 46 Toten. Also haben sie gar nicht mitbekommen, was los war. Wir haben gesehen, wie Leute zusammengequetscht wurden, aber wir hätten nie gedacht, dass sie tot sein könnten. Geben Sie den Veranstaltern die Schuld? Ja, denn es ist eine Schande, dass sie die Fanblöcke nicht getrennt haben. Italien wartet auf die Rückkehr der Fans. Viele stehen noch immer unter Schock. Ich bin aus Turin. In diesem Augenblick schäme ich mich, Turiner zu sein. Die Turiner hätten dieses Spiel nicht spielen sollen. Es waren so viele Tote. So viele Tote. Das Heysel-Stadion am nächsten Morgen. In der ganzen Welt sind die Menschen entsetzt über das Horrorfinale von Brüssel. Eine französische Zeitung schreibt: Wenn es das ist, was aus Fußball werden soll, dann lasst ihn sterben. Niemand kann verstehen, dass ein Fußballspiel 39 Menschen das Leben gekostet hat. Als die Mannschaft des FC Liverpool Brüssel verlässt, bekommt sie zu spüren, wem die Menschen die Schuld an der Katastrophe geben. Über den Sieg kann sich bei der Ankunft der Juventus-Mannschaft niemand mehr freuen. In Italien heißt die begehrte Trophäe nur noch Todespokal. Die Angehörigen der Opfer müssen nach Belgien reisen, um die Toten zu identifizieren. Das jüngste Opfer ist gerade mal 10 Jahre alt. Für die friedlichen Liverpool-Fans wird die Rückkehr in die Heimat zum Spießrutenlauf. Der Busfahrer fragte zwei Kinder: Seid ihr Liverpool-Anhänger? Sie wussten von nichts, sie trugen nur das Vereinstrikot. Er sagte, die würde ich nicht unterstützen, das sind Bestien. Die Stadt, die für den Fußball lebt, wird jetzt mit dem Tod von 39 Menschen in Verbindung gebracht. In der Stadt konnte man es einfach nicht fassen. Menschen gehen zu einem Fußballspiel und sterben. Und was am schlimmsten war, sie sind durch unsere eigenen Leute gestorben. Die Stadt stand unter Schock. Schlamperei und Korruption. Wer ist verantwortlich für die Katastrophe? In einem Mammutprozess werden englische Hooligans, aber auch Polizisten und hochrangige Fußballfunktionäre verurteilt.
In Belgien werden erste Konsequenzen aus der Tragödie gezogen. Premierminister Martens bietet seinen Rücktritt an. Der Justizminister muss wenige Tage später gehen. Eine Untersuchungskommission wird eingerichtet, um die verheerenden Organisationsmängel beim Finale aufzuklären. Schon bald wird klar, wie es etwa dazu kommen konnte, dass direkt neben den Liverpool-Fans tausende italienische Anhänger standen. Ursprünglich waren für die Juventus-Fans die Blöcke O und N vorgesehen. 11.000 Tickets waren verkauft. In den Blöcken X und Y sollten die Liverpooler untergebracht werden. Der Block Z, eigentlich für neutrale belgische Zuschauer gedacht, war am Finalabend voll mit italienischen Fans. Der Grund? Ein korruptes Mitglied des belgischen Fußballverbandes hatte die Karten an italienische Reisebüros weiterverkauft. An der Universität von Liverpool analysieren Experten die Ursachen der Tragödie von Brüssel. Der Sportwissenschaftler Rogan Taylor versteht bis heute nicht, warum das große Finale so schlampig organisiert wurde. Very small numbers of tickets for the two clubs, but 20.000 tickets to be sold to the neutrals. Who are the neutrals gonna be? Es gab sehr wenig Karten für beide Clubs, aber 20.000 Tickets für neutrale Fans. Wer stand in der neutralen Zone? Italiener. Was trennte sie von den Liverpool-Fans? Ein Stück Maschendraht. Waren da irgendwelche Polizisten? Nein, vielleicht zwei oder drei Beamte, die hilflos herumliefen. Es war sehr leicht, den Zaun einzureißen. Und sobald er unten war, gab es ein bisschen Hin- und Hergerenne. Die Italiener sagen dazu Fuji Fuji. Und bingo, man hat eine Tragödie. Die Hooligans im Liverpool-Block fühlen sich durch die Italiener direkt nebenan provoziert. Sie reißen den Zaun nieder und beginnen die Jagd. Die Italiener fliehen vor den Gewalttätern und werden in eine Ecke gedrängt. Als der Druck zu stark wird, bricht die Betonmauer und begräbt die Menschen unter sich. Der windige Maschendraht hält den aggressiven Engländern keine 10 Minuten stand. Der Zaun war genauso wie bei uns auf dem Bolzplatz in Busseleno. Man muss nur kräftig daran reißen und dagegen treten, dann bricht er sofort ein. Und genauso haben es die Engländer auch gemacht. Die technischen Pannen, die zur Katastrophe im Heysel-Stadion beigetragen haben, sind jedoch nicht der Auslöser für die Katastrophe. Es sind die brutalen englischen Hooligans, seit den 70er Jahren in Europa gefürchtet. Vielleicht lag es am falschen Stadion. Vielleicht hat der belgische Fußballverband es vermasselt. Vielleicht die Polizei. Aber es gibt Leute, die suchen Randale und erzeugen Panik. Panik ist gefährlich. Und Panik endet mit dem Tod. In Brüssel wird klar, der Tod von verfeindeten Fans ist kein Tabu mehr. Ich konnte die vielen Engländer sehen. Sie waren wie vom Teufel besessen. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Sie haben sich grausam benommen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schlimmes gesehen. Der belgischen Polizei fällt es äußerst schwer, die Täter von Brüssel ausfindig zu machen. Zusammen mit Sonderermittlern aus Liverpool werten die Beamten kurz nach dem Spiel das Videomaterial des tragischen Fußballabends aus. Es gelingt ihnen, die Taten einzelnen Hooligans zuzuordnen. In dieser Sequenz ist einer der vielen Angriffe zu sehen. Eine Gruppe von Leuten attackiert die Menschen, die in der linken unteren Ecke gefangen sind. Der Ausschnitt zeigt einige Personen, die wir identifizieren wollen. Der da hebt einen Stein auf. Sind Sie an dem Typ interessiert? Ja, der Mann, den wir identifizieren möchten, ist dieser Mann. Auch der Mann direkt hinter ihm interessiert uns. Und hier unten sehen wir einen Mann, der versucht, ein Kind zu schützen. Die beiden haben Angst. Es scheint ein Großvater mit seinem Enkel zu sein, in Juventus-Farben, wie man sieht. Einige Randalierer werden identifiziert und gesucht.
Dieser Filmausschnitt zeigt einen Vorfall, der sich am Ende der Unruhen abgespielt hat. Er zeigt einen Mann, an dem wir besonders interessiert sind. Und das ist dieser Mann. Hier sieht man ihn nochmal. Sie haben dem Mann einen Spitznamen gegeben, nicht wahr? Richtig, das machen wir mit den meisten Gesuchten. Und diesem Gentleman hier haben wir den Namen Kaiser von Rom gegeben. 1988, drei Jahre nach dem Spiel, müssen sich 26 Fans wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge vor einem Brüsseler Gericht verantworten. 14 Hooligans erhalten Haftstrafen von bis zu drei Jahren. 12 Angeklagte müssen wieder freigelassen werden. Die Zeugenaussagen und Indizien reichen nicht aus. Eine Frage bleibt jedoch unbeantwortet. Wo war die Polizei? Der Polizeieinsatz im Heysel-Stadion ist ein Debakel. Als die Randale beginnt, sind nur 12 Polizisten zur Stelle. Alle anderen Beamten warten draußen. Die Frequenzen der Funkgeräte sind falsch eingestellt und deshalb kann minutenlang keine Verstärkung angefordert werden. Zudem ist der Einsatzleiter gerade mit der Aufklärung eines Diebstahls an einer Würstchenbude beschäftigt, als die Hooligans im Stadion losschlagen. Er hatte erst einen Tag vorher den Posten übernommen und war noch nie bei einem Fußballspiel im Einsatz. Das Brüsseler Gericht verurteilt ihn zu 9 Monaten Gefängnis, ausgesetzt auf Bewährung. Auch der Präsident des belgischen Fußballverbandes und der Generalsekretär der UEFA erhalten Bewährungsstrafen. Neben dem skandalösen Tickethandel wird ihnen vor allem die Auswahl des Heysel-Stadions vorgeworfen. Wegen des offensichtlich baufälligen Zustands der Arena hätte dort nie ein großes Finale stattfinden dürfen. Die Ränge, die wir sonst kannten, waren stabil, sodass man sich anlehnen konnte. Die in Brüssel waren aus brüchigem Beton. Durch den Beton kamen Metallspitzen hervor. Ich konnte es einfach nicht glauben. Das alte Heysel-Stadion wird 1995 abgerissen und neu aufgebaut. Heute heißt es König-Baudouin-Stadion und erfüllt alle Auflagen für eine moderne Fußballarena. Denn vieles hat sich nach Heysel geändert. Falls die Leute flüchten müssen, kann der Ordner oder die Polizei hier unten das Tor von außen öffnen. Von innen lässt sich das Tor nicht öffnen. Von einem Turm aus kann die Polizei mit Hilfe von getarnten Überwachungskameras jeden einzelnen Besucher im Stadion identifizieren. Und es gibt nur noch Sitzplätze. Die Fanblöcke sind durch hohe Glaswände voneinander getrennt. Für die Sicherheit der Zuschauer ist heute gesorgt. Doch die Erinnerung an jenen 29. Mai 1985 wird bleiben. Den düstersten Tag in der Geschichte des europäischen Fußballs.